BT-7 beworben, Notfallfeed. Mission, zu Pilot Cooper stoßen, Major Anderson finden, Befreiung von Manipulatorenarm nicht möglich, Startversuch 63, fehlgeschlagen, Definition von Abkürzung. Toll. Ach ja, das, ja trotzdem, das ist, Alter, die scheiß Platten da unten wurden massenproduziert, das war eine komplette Einrichtung dafür, das ist... Ash, sag mir, dass der Pilot tot ist. Ich arbeite ja daran. Hör endlich auf mit deinen Spielchen. Darf ich mich bei der Arbeit etwa nicht amüsieren? Nicht, wenn die Arbeit drunter leidet. Ich verstehe. Ash out. Keine Sorge, von dem Geld, das ich auf seinen Kopf ausgesetzt habe, kannst du dir alles Spielzeug der Welt kaufen. Sektor 4, Charlie. Sprengsel für 21 bis 29 zünden. Es scheint ja sehr sympathisch zu sein. An alle IMC-Mitarbeiter. Hier ist Ash. Aufgrund ihrer Unfähigkeit, die Sicherheit wiederherzustellen, bin ich gezwungen, Brawler-Gehege wird neu bestimmt zu zerstören. Einige von ihnen halten das vermutlich für übertrieben. Dennoch rate ich zur sofortigen Evakuierung. Ich will die komplette Anlage sprengen, nur für mich? Zu viel der Ehre. Was sind das für lustige Viecher? Ach, das sind die Viecher von draußen. Ist die ganze Welt hier künstlich? Ja, das bringt uns leider überhaupt. Ach, das ist die Außenwand von der Simulation, oder? Das hier. Das ist ja witzig. Wer baut denn eigentlich. Vor allem die ganze Anlage hier ist unterirdisch, ne? Nein, wir müssen weg. Sie sind in der Nähe. Markiere meine Position auf Ihrem HUD. Ich hätte gerne bitte das G2 wieder. Ups, aber. Ach ja. Das ist wieder so ein Stern. Das ist, glaube ich, Granate, aber. Das ist echt cool eigentlich mit diesen Armen hier, ne? Also, es erinnert mich wirklich sehr an Portal, einfach von der Gewaltigkeit dieser Anlage. Man erinnert sich an Portal 2, kurz vor Finale, wenn du da. Oh. Eigentlich schießt die Bude ja auch super aus der Hüfte, aber ja eigentlich ziehen würde, ne? Wenn ich die Marmel zünden würde? Hab ich? Oh, ups. Ach, das hat doch sowieso alles keinen Sinn. Wofür denn noch weitermachen? Ah, da hinten ist er ja. Hätte dieser Platte. Aber hier hinten fehlt eine Platte. Kommt die her, die fehlende Platte? Fehlende Platte? Ach so. Ach, es gibt hier noch mehr Simulationskuppeln. Ah. Der hat hier rausgeschossen? Ah ja. Ach, das ist der Plan. Ja, warum nicht? Ha! Hab beide Helme gefunden. Ich helfe mir ab und helfe. Diese Umgebung ist extrem gefährlich. Ja, ja. Einzusteigen. Ich bin bemüht, was mein Roboter gesagt hat. Pilotenmodus aktiv. Die Viecher sollten mir eigentlich gar nichts tun, oder? Was sollen die machen? Die Umgebung ist auf jeden Fall sehr lustig über diesen Übergang. Schade, ich kenne nicht. Ich habe mich kurz erhofft. Ausgang jenseits dieser Kuppel entdeckt. Checken Sie Ihr HUD. Das dürfte interessant werden. Boni? So. Hey, Nostar! Das ist zu mir bösen, du Null. Ach, der hat auch wieder die Kugeln. Die Kugelabwehr funktioniert. Der Ronin und. Achso, der Ronin ist das Nahkampfding. Einheiten zerstört. Oh. Kritischer Schaden. Warnung. Ja. Rennen wir mal ein paar Batterien wieder. Das wirst du bereit. Aber warum soll ich. Aber warum soll ich. Flugsystem aktiviert. Thank you.
Verdammt! So komme ich hier trotzdem nicht raus. Waren das jetzt alle? Wackelt die? Achso, die Platte wackelt tatsächlich mit dem Baum. Das ist ja süß. Und tschüss. Einheiten zerstört. Sie und nicht die Batterien einsammeln. Innovationskuppel ist 327. Es gibt noch mehr Kuppeln. Ja, aber direkt hier. Es hätte ja sein können, dass es einfach für alle Simulationskuppeln auf dem Planeten gibt. Das ist natürlich irgendwie logisch, dass die alle sind beieinander. Aber trotzdem, diese ganze Anlage hier, die halt in den Stein reingebaut ist, das erinnert mich jetzt sehr an Portal. Obwohl wahrscheinlich die Anlage unmöglich zu bauen wäre. Wachtmodus aktiv, Abdruck 3, sie ist auf jeden Preis schützen. Die ganzen Türme hier sind nur dafür da, um die Lebensobjekte für die Dinge zu... Also, wenn du so viele Simulationskuppeln hast, wie viele Leute bildest du hier bitte schon aus? Oder wie viel... Also, guck mal, das sind ja riesige Türme. Gib mich wiederum an Matrix, ne? Okay, ich hab mal gegner mal gut. Ja. Die Vertristen tun mir so ein bisschen leid, ne? Oh, noch mal sowas ins Problem. Natürlich auch eine schöne Ausrede, um Gründe zu finden, warum man die ganze Zeit durch irgendwelche Städte läuft. Oh, ist das Dingsbums? Das hat einen hohen Preis auf ihren Kopf ausgesetzt. Tot oder lebendig. Seitdem haben sie einen gewissen Wert für mich. Oh, von Ash ist ja nicht mehr viel übrig, wenn sie überhaupt jemals einen Mensch hatte. Portal hat nur Humor? Oder? Also, die sich gerade vor mir zu tarnen? Hab ich aber! Finger weg von mir! Abriegelung aufgehoben. Oberflächenzugang autorisiert. Was? Von wem denn? Die Abriegelung wurde aufgehoben. Ich schlage vor, wir verlassen die Anlage durch den Tunnel. Also sind die gerade ernsthaft mit der normalen Waffe, um mich zu schießen? Weil dann schieße ich zurück natürlich, aber trotzdem. Was soll das bringen? Also von der Einsatz fangen? Naja, es gibt ja auch noch andere Gründe, Sachen in falscher Reihenfolge zu nummerieren. Wenn du zum Beispiel nicht möchtest, dass dein Feind weiß, wie viele Truppen du hast. Zum Beispiel waren die Alliierten waren zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg in der Lage, die deutsche Panzerproduktion ziemlich genau einzuschätzen, anhand der Beobachtung der Nummern der Panzer, die rausgekommen sind. Das ist der Grund, warum man seitdem Sachen nicht mehr in Serie nummeriert.